Aber im MGS2 brauchst du auch keinen Dings, Big Boss Rank. War der lustig. Ich glaube, eins der Probleme ist, dass die meisten Ausländer nicht zurückgeschickt werden können. Ich habe nichts gegen Ausländer, ganz im Gegenteil. Ich finde, Ausländer sind normale Menschen wie wir. Wie sich das schon wieder anhört. Ich kann einfach nicht reden, ohne rassistisch dabei zu wirken. Nein, aber was ich sagen wollte ist, das Problem ist, wenn halt Ausländer asozial sind, werden sie nicht rausgeworfen, weil es Ausländer sind. Würde man sie jetzt einfach nur rausschmeißen wollen, weil es Asoziale sind, dann wäre das kein Problem. Aber dann ist es gleich wieder, weil es Ausländer waren und dann sind wir wieder die Rassisten. So, das ist so mein Gefühl. Ich habe auch nicht so viel Ahnung von der Materie, das gebe ich offen und ehrlich zu. Das ist ja cool hier. Fühlt man sich gleich wohl. Dante, du bist so ein Penis, ne? Ja, genau, das ist es. Gerade in Deutschland wird schnell gegen Rassismus vorgegangen, weil wir sind ja die bösen Deutschen. Und wir haben ja so eine schlimme Vergangenheit, weswegen die man uns ja immer wieder auf die Nase binden muss, weil wir ja überhaupt nicht andere Menschen inzwischen sind. Was ist jetzt der Unterschied an einer Panzerung und an einem Exoskelett? Kann ich hier mit rennen? Nein, kann ich nicht. Gay. Mich jetzt irgendwas abschießen, ne? Das ist aber Kasala. Grand Titibi! Hey, pass auf, wo du hinschießt. Hier laufen Menschen. Langsam kriege ich das Gefühl, der schießt auf mich. Oh, easy, Bro. Nein, mit so einem scheiß Raketenwerfer. Stehen da wieder 30 Leute? Wahrscheinlich stehen da jetzt 2, 3, 4, 33 Mann stehen hier. Oh, fuck, Mann! Das ist Marokkaner! Nein! Evening. Die Frage, also hier geht es ja gar nicht um Kriegsschuld, hier geht es ja eigentlich nur um diesen ganzen Rassismusmüll, was kein Mensch braucht. Fick dich, ich brauch dich auch nicht. Nackt besser unterwegs. Strelok, mach was du am besten kannst. Spiel den Schützen. Das ist doch mal ein Ending.
Ich weiß nicht, ob ich recht hatte oder nicht. Schätze, ich werde es nie erfahren. Aber ich hab's geschafft. Und ich schätze, dafür sollte ich dankbar sein.